plane from a different angle as it slammed into the. Just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the south tower of the World Trade Center. I just saw flames inside. You can see the smoke coming out. Wir kehren der Welt den Rücken, weil wir es so wollen. Wenn uns die Protagonisten sagen, eure Flucht vor der totalen Sicherheit ist eine Flucht vor der Evolution. Menschen haben sich immer risikoavers verhalten. Das war ein Evolutionsvorteil. Wir waren immer die, die das Mammut zu zehnt gejagt haben. Die, die es alleine probiert haben, gibt es längst nicht mehr. Dann antworten wir. Da ist das Künstliche und da ist die Natur. Das ist genau das Denken, das wir abstreifen möchten. Es ist doch alles Natur. Wir haben hier Dinge vorgefunden und miteinander kombiniert. Stahl ist Natur und wir Menschen sind total Natur. Wir vergessen das nur. Vor lauter Gedanken produzieren. Gedanken sind vielleicht das Einzige, was nicht urnatürlich ist.
Und wenn uns die Protagonisten nicht verstehen, entgegnen sie, wenn alles Natur ist, dann ist mein Bedürfnis nach Sicherheit doch auch Natur. Dann antworten wir, die Abwesenheit von Krieg und der Furcht, jeden Moment erschlagen werden zu können, ist eine große Sicherheit, die uns frei macht. Natur oder Nicht-Natur sind Begriffe, die hierbei nicht greifen. Wir sind doch, wenn wir die Furcht erschlagen zu werden, die im Übrigen jedes Tier auch hat, hinter uns gelassen haben, in der Gedankenwelt. Und die haben nur wir Menschen. Und in der Gedankenwelt haben wir Gut und Böse erschaffen. Und dann können wir sagen, ich finde es böse, überwacht zu werden. Die materielle und physische Sicherheit brauchen wir nur, um befreit von unserer Natur zu sein. Das Denken kann erst dann beginnen. Und das macht uns als Menschen aus. Kein Tier kann Prison bauen, nicht mal Delfine. Und die sind super klug. Und wenn uns die Protagonisten nicht verstehen, entgegnen sie, wir lassen die Natur doch nicht hinter uns. Wir müssen sterben, essen, kacken. Das ist ziemlich öko. Dann antworten wir, ja, wir sind auch Natur. Aber wir sind in der Lage, die Natur in den Hintergrund treten zu lassen, einen angstfreien Raum zu schaffen, die Gedankenwelt zu betreten. Und in der Gedankenwelt können wir ein umfassendes Spionageprogramm erschaffen, das ich dann scheiße finden kann, weil das nicht mehr meine physische Sicherheit garantiert, sondern meine Gedankenwelt überwacht. An die Angst, getötet zu werden, tritt die Angst, dass Teile meiner Gedankenwelt überwacht werden. Dabei ist die physische Sicherheit doch nur Grundlage für die nicht-physische Freiheit. Und wenn wir dann immer noch nicht verstanden werden, wovon leider ausgegangen werden muss, wird uns entgegnet? Stellen wir uns vor, du stehst auf einem Flughafen, guckst verträumt auf die Startbahn und wartest auf den A380er. Auf einmal geht es ganz schnell. Blaulicht, Sirenen, Menschen, die sich zu einer Masse formen. 5 Meter neben dir, näher werden 5 Personen von Polizisten in Zivil auf den Boden gedrückt. Sie hatten wirklich eine Bombe dabei, eingenäht in die Bauchdecke, die wirklich funktioniert hätte und dich dann wirklich so ganz physisch zerrissen hätte. Dann bist du froh, dass der Geheimdienst vorher die Mails der Bombenleger gelesen hat. Ja, dann sind wir froh. Aber wir würden nicht anders über Überwachung denken, denn wir verdrängen doch auch, dass die Gegenwart 3 Sekunden dauert. Sonst könnten wir gar nicht unbesorgt leben. Warum kannst du nicht verdrängen, dass es eine minimale Wahrscheinlichkeit gibt, dass du von Terroristen getötet wirst? Weil die Protagonisten die Bilder kennen. Weil sie sich vor etwas Konkretem gruseln möchten. Aber das sagen die Protagonisten nicht. Nein, das sagen die Protagonisten nie. Die sagen, aber die Terroristen, die gibt es ja wirklich. Die sind ja da, irgendwo. Mögen es noch so wenige sein, die gibt es und die planen Anschläge. Die glauben, dass sie damit etwas erreichen können. Wir aber sagen, sie erreichen, dass wir Angst haben. Und genau das wollen sie doch erreichen. Speichern das Internet. Ja, das ist wirklich wahr. Es steht jetzt fest. Ja, und man kann auch sagen, wir werden alle überwacht. Das sind die beiden Dinge, die jetzt einfach feststehen. Das wären früher noch Witze gewesen oder sogenannte Verschwörungstheorien. Ja. Aber jetzt ist es wirklich wahr. Ja, jetzt kann man sagen. Genau. Wir werden alle überwacht, es geht.
Das ist ganz toll. Was sagt Angela Merkel dazu bei diesem Kanzlerduell? Die sagt, es war kein Kanzlerduell, hieß das Kanzlerduell? Ja, Kanzlerduell. Bei diesem Kanzlerduell sagt Angela Merkel tatsächlich, also auf deutschem Boden wird deutsches Recht angewendet. Genau. Deutscher Boden, Internet. Hat sie gesagt, mir hat es nicht so viel Vertrauen eingeflößt. Ja, es war komisch, oder? War ein bisschen komisch. Das, überhaupt war das alles sehr komisch, die Reaktion darauf. Bevölkerungsmäßig war da eher so gar nichts. Ja, nichts. Genau. Nicht passiert. Genau. Und das ist das Interessante, das war ja mal ganz anders zum Beispiel bei dieser Volkszählung 1987 ja. oder 86? 87. 87 war ja. das? Genau. Was, genau. Haben die, was haben die da gefragt? Die haben irgendwie gefragt, Name, Alter, Geschlecht, wie viele Leute im Haushalt vorkommen. Relativ unverfängliche Fragen, die heute jeder bei Facebook eigentlich beantwortet, ja, ja. schon aus sich heraus. Ja, ja. Und da haben die Leute dann gegen demonstriert. Ja. Sie sind wirklich auf die Straße gegangen und gesagt, nee, wir wollen nicht, dass der Staat so viel über uns weiß. Und jetzt wird gesagt, wir wissen alles. Genau. Wir scannen alles, alle E-Mails, die speichern wir nochmal ab. Ist überhaupt kein Thema. Ja. Und die Reaktion darauf ist, ach so, naja. Ja, ist schon wirklich irre. Das Ding ist ja, dass es gibt ja diese neuen Smartphones, mit denen man ja so ganz viele wahnsinnig tolle Dinge machen kann. Die aber, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, eigentlich nur Überwachungsgadgets sind. Also was kann man damit machen? Man kann damit Ortung machen, man weiß, wo man ist, man weiß, was man schreibt, man weiß, mit wem man telefoniert, mit wem man sich wann trifft, wann welche Handys beieinander sind. Genau. Das sind alles diese Dinge, wie das jetzt funktioniert. Kann man alles miteinander kombinieren. Das genau. geht jetzt alles, genau. Ja, ja. Und die Frage ist natürlich einfach, warum findet das überhaupt statt? Warum werden wir denn eigentlich überwacht? Wegen des Terrors. Islamistischer Terror. Die Gefahr. Das ist die Gefahr. Das ist der Grund. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Die wird gesagt. Genau. Das wird gesagt, genau. zumindest. Genau. genau. Und ja, das ist, deswegen müssen wir alle überwacht werden. Ich glaube, das Problem, warum da niemand gegen auf die Straße geht, ist, dass es so abstrakt ist, oder? Das ist einfach so, ja, das kann man nicht so richtig, also... Ja, genau, wenn es so ganz konkret wäre, dann müsste man ja eigentlich sagen, das ist so, wie wenn man morgens dann aufwacht von komischen Geräuschen an der Haustüre. Ja. ja? Und man ist irgendwie so, ich schmeiß meinen Bademantel über und okay, und mach die Tür auf und dann sehe ich da zwei Polizisten im Hausflur stehen. Hausflur sind die ganzen Briefkästen. Ja, ja. ja? Und die stehen da ganz fröhlich und sagen, guten Morgen, haben ein Brecheisen in der Hand. ja? Und sagen, wir brechen hier alle Briefkästen auf. Ja. Ist nur zu ihrer Sicherheit. Ja, wir reißen die kurz auf, die Briefe, scannen die einmal, machen es dann aber auch wieder rein. Also keine Sorge, kommt nichts weg, ist nur zu ihrer Sicherheit. Da wird keiner sagen, ach so, ja, wollen Sie einen Kaffee? Ne? Wird man nicht machen. Ja, ja. Man wäre empört und sagen, nein, hä, was macht ihr da? Genau das findet aber statt. Das ist das, was stattfindet. Ne? Wenn E-Mails gescannt werden, oder? Genau das findet statt. Aber man weiß es irgendwie nicht. Man kriegt die E-Mail ja unbeschädigt, sozusagen. Ja, genau. Und dann fragt man zum Beispiel mal den ehemaligen Innenminister Otto Schilly, wie viele Terroranschläge wurden denn mit diesen Mitteln eigentlich vereitelt? Genau. Und dann sagt er, ja, kann ich leider nicht zu sagen. Kann ich leider gar nicht zu sagen. Und dann fragt man den aktuellen Innenminister, Friedrich, er sagt dann 5. Wow! Ja, genau. Und man ist so, genau, man freut sich schon. Und man denkt so, okay, 5, ja, okay. Der weiß mehr, der sagt, der lässt die Kasse aus dem Sack. Ja. Man fragt ja weiter nach, was sind das denn für Anschläge gewesen? Ja. Man will es natürlich wissen. Ja. Und dann sagt er, da kann ich leider nichts zu sagen. Und Otto Schilly sagt in einem Interview nochmal etwas, legt nochmal einen oben drauf und sagt, naja, aber man muss ja auch vielleicht ein bisschen Vertrauen in den deutschen Staat haben. Ne? Genau. Und das ist nicht mehr so groß bei mir, wenn man weiß, dass die Geheimdienste zwar überwacht werden, aber völlig intransparent irgendwie. Ja, ja. Also es gibt dieses parlamentarische Kontrollgremium. Ja, das gibt's, aber das ist... So, ja. Aber es ist... Aber das, die dürfen nichts sagen, das ist das Problem. Genau, ne? Da sind ein paar Abgeordnete drin, die kontrollieren eigentlich die Geheimdienste. Genau, beziehungsweise der Geheimdienst muss Rechenschaft ablegen. Genau. Die dürfen aber nichts sagen. Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt was wissen willst darüber, was jetzt gerade überwachungsmäßig eigentlich läuft. Muss ich für den Bundestag kandidieren? Genau. Und dann auch in dieses parlamentarische Kontrollgremium. Genau. Das ist genau die Politiksimulation, die wir brauchen. Genau. Oder? Die sollten wir mal ausprobieren. Ja. Aber machen Sie sich darüber keine Sorgen, hier kommt sie, die alles entscheidende Frage. Sie lautet wie folgt.
ist jemand, der entschieden gegen Fachbegriffe vorgeht und versucht, so deutlich wie nur irgend möglich zu sprechen, ein moderner Martin Luther. Ich möchte darüber gerne abstimmen. Wer ist dafür? Null. Wer ist dagegen? Null. Wer enthält sich? Null. Es ist also beschlossen. Wer entschieden gegen Fachbegriffe wettert und versucht, so offenkundig wie nur irgend möglich zu sprechen, ist ein moderner Martin Luther. Dun, dun. Ja, den Begriff der moderne Martin Luther, den haben wir jetzt gewählt, weil Martin Luther ja damals die Bibel übersetzt hat, vom Lateinischen ins Deutsche. Aber machen Sie sich darüber keine Sorgen, hier kommt sie, die alles entscheidende Frage. Sie lautet wie folgt. Darf die erstbeste Erklärung zukünftig mit einer ausgiebigen Auseinandersetzung verwechselt werden? Ich möchte darüber gerne abstimmen. Wir sind beschlussfähig. Wer ist dafür? Null. Wer ist dagegen? Null. Wer enthält sich? Null. Es ist also entschieden. Da-da. Die erstbeste Erklärung darf zukünftig mit einer ausgiebigen Auseinandersetzung verwechselt werden. Zukünftig. Wir leben ja immer von der Vergangenheit in die Gegenwart. Aber machen Sie sich darüber keine Sorgen, hier kommt sie, die alles entscheidende Frage. Sie lautet wie folgt. Decke ich die Scheiße auf, wenn ich sage, dass Otto Schily als Innenminister Gesetzesbeschlüsse vorangetrieben hat, die unzufälligerweise einem solchen Unternehmen dienlich waren, in dem er heute arbeitet. Ich möchte darüber gerne abstimmen, wir sind beschlussfähig. Wer ist dafür? Null. Wer ist dagegen? Null. Wer enthält sich? Null. Es ist also entschlossen. Da-da. Ich decke die Scheiße auf, wenn ich sage, dass Otto Schily als Innenminister Gesetzesbeschlüsse vorangetrieben hat, die unzufälligerweise einem solchen Unternehmen dienlich waren, in dem er heute arbeitet. Otto Schily war mal Anwalt bei der RAF. Da, 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 da. Aber machen Sie sich darüber keine Sorgen, hier kommt die alles entscheidende Frage. Sie lautet wie folgt. Dass ich sagen könnte, als kleiner Junge habe ich auf dem Teppichboden gesessen, weil mein Großvater gesagt hat, krass, die ganzen Schokobons, die ich mir reinfresse, und sitze ich auf dem Boden, ist die ganze Pyramiden gesessen. Und dann sagen, klar, krass, das Shit. Und dann sind die ganzen komischen Gebäude, diese Pyramiden, halt richtig lang. Und das Einzige, was wir heute haben, ist das, was nicht so lange. Und das ganze Gebäude, krass, das Shit, dass das nicht so lange hält. Und was wir heute haben, sind die komischen Hochhäuser, oder das Theater in Trier, was total baufällig ist, und was wir immer sagen müssen, okay, wir haben heute nichts, was uns nicht lange hält. Wir haben keine, sozusagen keine Dinge, die richtig lang gehalten. Das Einzige, was wir heute haben, ist diese Radioaktivität. Diese Radioaktivität, die richtig lang, dieser atomare Müll, der ist natürlich so, dass er irgendwie richtig lange funktionieren kann. Und deswegen haben wir es natürlich ganz klar, dass man sagen kann, dass es natürlich so ist, dass man sagt, okay, das ist längst, die Frage ist, wer ist dafür? Null! Wer ist dagegen? Null! Wer sagt null! Wer sagt null! Wer sagt vielleicht? Null! Wer sagt null! Alles? Wer weiß null! Es ist also ein Schrofen, dass man sagen kann, dass ich sagen könnte, dass ich halt keine Junge auf Teppich bin, weil mein Großteil gesagt hat, die ganze Schokobaus, die ganze krass, diese Pyramiden. Und dann denke ich, das Einzige, was wir heute haben, ist natürlich nicht, dass wir nichts haben, was so unglaublich lange hält, diese komischen Dinger. Und das Einzige, was wir heute haben, ist diese komischen Hochheizung, oder das Theater in Trier, was total auffällig ist. Das Einzige, was wir heute haben, ist diese ganze Geschichte, dass man sagt, okay, wir haben radioaktiven Müll. Und radioaktiver Müll schon recht lang. Und das Einzige, was uns in Deutschland die Haltbarkeitsgültigen-Situation ist. Ein Prisma ist ein physikalischer Gegenstand, der das Licht bricht. Und genau so heißt ja auch das Überwachungsprogramm der Amerikaner. Prism. Seitdem meine U-Bahn-Station von Polizisten mit Maschinengewehren bewacht wird, fühle ich mich sicherer. Prinzip Abschreckung. Das kennt man ja von Frühstückseiern. Ja, da wird auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wegen der Abschreckung. Wobei ich persönlich keine Eier mehr esse. Salmonellen, Ehek, Dioxin. Kann ja immer mal sein.
Ich tue ja nicht alles, um mich vor dem islamistischen Terror zu schützen, um dann an einer Salmonellenvergiftung zu sterben. Da kommt doch was. Die Gefahr ist ja allgegenwärtig. Bisher gab es in Deutschland keinen einzig erfolgreichen Terroranschlag. Rein statistisch sind wir also hochgradig gefährdet. Jeder Tag ohne Anschlag ist ein Tag weniger, bis es soweit ist. Da muss sich jeder selber schützen. Ich zum Beispiel bin schon vor einem Jahr dazu übergegangen, Menschen mit orientalischem Aussehen zu meiden. Ich weiß, dass das hart klingt, aber das ist eine Härte, die ich zunächst mir abverlange. Ja, ich denke, jeder hier in diesem Raum wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass niemand wegen seiner bei seinem orientalischen Aussehen automatisch ein Terrorist ist. Aber jeder hier in diesem Raum wird mir auch zustimmen, dass Islamisten immer orientalisch aussehen. Und jeder hier wird mir auch zustimmen, dass die Gefahr eines Supergaus, eines Atomkraftwerks in Deutschland zwar sehr gering ist, man aber trotzdem nicht neben einem Atomkraftwerk wohnen möchte. Warum sollte man mich also nicht verstehen, wenn ich sage, ich möchte es vermeiden, mit einem islamistischen Atomkraftwerk in Berührung zu kommen? Das wird mir wohl noch sagen dürfen. Da klopft doch schon wieder was. Sensible Wesen spüren ja, was los ist. Die Menschen weinen häufiger in den und man bereitet sich vor. Und auch ihr, meine Freunde, habt euch verändert. Ich habe mich gefragt, was ihr wohl reden würdet, wenn ich nicht dabei bin. Deswegen habe ich das Diktiergerät versteckt und euch aufgenommen. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Das muss ich euch lassen. Ja, euer Gespräch wird nicht beschwingter. Keine Vertraulichkeiten werden ausgetauscht. Es wird nicht abfällig über mich geredet, es ist fast so, als wäre ich da. Ich habe euch trotzdem erkannt. Wenn ihr schweigt, schweigt ihr anders. Ihr schweigt rücksichtsloser als sonst. Gerade so, als könne man in meiner Gegenwart zwar lang, aber nicht hochwertig genug schweigen. Dieses Schweigen wird der Nährboden sein für all die Intrigen, die noch kommen werden. Er ist der vorweggenommene Triumph über mich. Bin ich ein lustiger Typ. Ich sage zum Beispiel Hallo Mädels. Also auch, wenn da gar keine Mädels im Raum sind. Oft ist da niemand im Raum. Und dann belehrt ihr mich. Mein Freund, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wen soll ich denn sonst zum Rat fragen? Da klopft doch schon wieder was! Ich wohne jetzt in einem alten Wehrmachtsbunker. Auf den Islam gibt es eine Antwort. 4 Meter Stahlbeton. Die Sprache verstehen auch die Islamisten, da muss man kein Arabisch können. Wir müssen wachsam sein. Die Krise kommt über Nacht. Wenn ich schlafe, dann nur noch im Stehen. Alle 5 Minuten klingelt der Wecker. Manchmal, wenn ich an die Tür gelehnt in die Nacht horche, wann sie kommen, denke ich, entweder stimmt was nicht mit mir oder mit der Welt. Aber beim derzeitigen Kenntnisstand über die Gesamtverhältnisse glaube ich, dass es die Welt ist, mit der was nicht in Ordnung ist. Und hört endlich auf zu klopfen! Ich habe die jetzt abgeklebt, die Kamera. Die Kamera am Laptop? Ja. Ja, ich auch.
genau. Ja, sicher ist sicher. Ja, ja. Machen viele jetzt. Das ist jetzt ganz neu. Man ist so paranoid geworden irgendwie. Man macht da jetzt auch so Verschlüsselungstechniken. Man guckt im Internet, wie kann ich meine E-Mails besser verschlüsseln. Genau, oder zum Beispiel, oder man nimmt eine andere Suchmaschine. Genau. Um das so ein bisschen zu umgehen. Das ist so der private Protest, der stille Widerstand, der irgendwie kaum Widerstand ist. Ist aber irgendwie doch auch bescheuert, weil ich meine, um Gottes Willen, wieso soll da eine Kamera eigentlich an meinem Computer sein? Und wieso habe ich da selber nicht irgendwie die Macht drüber? Warum kommt da jemand von außen und ich muss mich irgendwie davor schützen, dass da was passieren wieso könnte? Wieso ist die Überwachung so groß geworden, dass ich Angst haben muss, dass da vielleicht drauf zugegriffen wird? Ja, das dürfte eigentlich überhaupt nicht sein. Genau, und da gibt es die ganze Zeit diesen passiven Widerstand und das macht einen völlig fuchsig. Ist irgendwie halt auch wieder so abstrakt. Genau, ist völlig absurd. Das ist so, als wenn man immer im Badezimmer steht und duscht. So, duscht man halt so. Und dann auf einmal kommen Leute rein. Ja. Die ganze Zeit über und sagen, hier kann ich mal das Klo benutzen oder so. Und man sagt dann nicht, haut ab aus meinem Badezimmer, sondern, ja, okay, zieh ich mir eine Badehose an. So, das ist der stumme Protest. Und das ist der Aufkleber über der Kamera. Das ist der Aufkleber über der Kamera, genau. Oder man trifft sich jetzt wieder im Park und spricht da miteinander. Genau. Will irgendwie nicht überwacht werden und solche Geschichten. Genau. Genau, aber das ist ja nicht das, was wir wollen, weil uns empört es ja, dass das passiert und wir möchten gerne raus aus diesem privaten Protest irgendwie in die Öffentlichkeit rein und irgendwas bewegen auch mit diesem. Mit einem Protest, was verändern. Eine Öffentlichkeit erreichen oder erstmal herstellen überhaupt. Ist ja kaum da, die Öffentlichkeit irgendwas für das rausgehen. Thema. Genau. Was gibt es denn da für Protestformen im Ausland, wo sowas vielleicht schon gewesen ist oder auch im Inland? Es gibt Femen. Ja, ganz toll, super, super Sache. Ich finde das ganz großartig, wie die das machen. Ja, wir haben eine super Aufmerksamkeitsreichweite durch wenig Leute, aber hohe mediale Präsenz. Direkt kommt da was. Einfach, weil die sehr nackt sind. Ja. Nee, gefällt mir wirklich ziemlich gut. Ja. Aber wäre jetzt auch blöd, wenn wir beide jetzt anfangen würden, uns jetzt irgendwie nackt auszuziehen, irgendwie in Trier auf den Hauptmarkt zu stellen. Es ist nicht so spektakulär. Und es steckt ja auch ein Mann dahinter, ne? Es steckt ein Mann dahinter. Hast du auch mitgekriegt, ne? Ist das Neue jetzt. Ja. Da steckt ein Mann dahinter. Ja. Das ist gar nicht von Frauen. Also irgendwie nicht das Richtige. Was haben wir denn noch so? Ah ja. Ah. Genau. Taksimplatz. Taksimplatz. Ja. Istanbul. Mhm. Wurde den Leuten damals verboten, lautstark zu protestieren. Beziehungsweise es gab dann ein Gesetz, dass die Leute dann, dass diese Demonstrationen dann aufgelöst werden konnten. Genau. Und da haben sie gedacht, Moment mal, lautstark? Na gut, da sind wir einfach leise. Genau. Und lesen ein Buch. Und ganz schön. Also gab es ganz vielen stummen Protest, der aber trotzdem lautstark war. Ja, mit vielen Leuten. Mit vielen Leuten, weil er mit vielen Leuten war. Genau. Unheimlich leise. Unheimlich leise. Das ist ganz schön. Laute leise. Ja. Genau. Ja. Also ganz toll, aber... Ja, aber wenn wir uns jetzt irgendwo hinstellen an Marktplatz... Wieder auf besagten Hauptmarkt, ne? Ja. Da passiert gar nichts. Nee. Das ist kein... Können wir auch nicht machen. Kein krasser Protest. Gucken, was gibt's noch. Ah. Anonymous. Ja. Die mit den Guy Fawkes-Masken. Ja. Genau. Haben zum Beispiel, als sie das ein bisschen blöd fanden mit den WikiLeaks-Enthüllungen, es geschafft, 2 Stunden lang Mastercard zu hacken. Also mit diesen Anfragen, die halt da unheimlich viel gestellt wurden, dass man halt diese Seite nicht mehr benutzen konnte. Was ich super, super geil finde, das verändert auch wirklich ein bisschen was für den kurzen Moment natürlich und behindert auch natürlich wie wahrscheinlich Geldgeschäfte und so. Finde ich voll geil. Ist auf jeden Fall spannende Form davon. Wie gut bist du mit Computern? Ich kann Word. Das war's. Du auch, oder? Naja, nicht mal das. Ich habe auch Probleme mit Inhaltsverzeichnis und so sogar. Kenn ich aber aktualisiertes auch. Datum. Ja, also Seitenzahl. Wir sind nicht fit genug. Wir können so ein bisschen E-Mail, ein bisschen Textverarbeitung, aber dann hört es auch auf. Ey, wir müssen raus vom Computer, weg. Ah ja. Occupy. Genau. Zelten in Frankfurt, ganz toll. Was mich stört, ist, dass da wirklich so viel mit Gremien sich beschäftigt wird. Ne? Die beschäftigen sich mit ihrer eigenen Organisation dann da vor Ort. Ganz so viel. Oft, ja, das stimmt. So viele sind es auch nicht. Genau, das ist so mein Problem vor allem. Also ich mag Zelten nicht so gerne. Also wenn, dann müsste für mich dann schon ein großer Anreiz bestehen, dadurch, dass es einfach viele Leute sind und dass ich das Gefühl habe, dieser Protest erreicht gerade ganz viel. Ja, ja. Aber wenn ich da so 2 Wochen lang im muffigen Zelt hänge mit 100 anderen Nasen, das ist auch, bringt es auch nicht. Ja, ja. Obwohl ich es gut finde. Vom Ansatz her finde ich es toll. Aber mittlerweile gibt es es auch nicht mehr. Es war ein ziemliches Strohfeuer. Ging sehr schnell wieder vorbei. Um nochmal auf die Protagonisten zurückzukommen. Ja. Ich meine, die sitzen ja relativ nah da irgendwo. Ja. Repräsentieren da so eine Struktur, gegen die man irgendwie ist. Ja. Und irgendwie hat man ja auch Lust auf Gesicht. So. Ja. Und
Die fahren dann mit dem Fahrstuhl runter in die Tiefgarage, steigen in die gepanzerte Limousine ein, fahren in der gepanzerten Limousine aus der Tiefgarage heraus, biegen links ab, fahren dann am Occupy Camp vorbei. Vorbei. Stimmt. Die fahren einfach vorbei. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt in direkten Kontakt... Es ist nicht so, als würden sie super viel davon mitkriegen wahrscheinlich. Nee. Die gucken manchmal vielleicht noch aus dem Fenster und sehen dann ein paar Zelte stehen, aber mehr ist auch nicht. Genau. Vielleicht noch ein Mittelfinger, aber den würde man auch nicht sehen, weil die Fenstergläser ja so getönt sind. Genau. Genau. Ist dann auch, so ein, auch wieder ein privater Gegenprotest, aber das wird jetzt viel zu weit. Auf jeden Fall fahren die da weg, fahren an diesem Ding vorbei, hinaus zum Flughafen. Mhm. Und ich glaube ja ganz persönlich, dass man die da besser erreichen kann. Die meinst du, sind am Flughafen? Dann, klar. Ja. Da müssen sie ja erstmal warten, bis eine Maschine kommt. Ja. So. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Wir entziehen einer Sicherheit das Vertrauen, die eine letztmögliche Antwort sein will, ohne zu verraten, wie die Frage lautet. Wir entziehen einer Geheimhaltung das Vertrauen, die demokratische Kontrolle aufweicht. Wir entziehen einer Regierung das Vertrauen, die Vertrauen einfordert, aber dabei die Bevölkerung überwacht, durch die sie überhaupt erst an die Macht kam. Wir entziehen einer Demokratie das Vertrauen, wenn der Schutz dieser Demokratie den Kern des Schützenswerten aushöhlt. Wir entziehen einem Verfassungsschutz das Vertrauen, der von einer islamistischen Gefahr geblendet rechtsextremistische Terroranschläge übersieht. Wir entziehen einem Denken das Vertrauen, bei dem Innenminister AD in Sicherheitsfirmen arbeiten, aber Korruption in Italien vermutet wird. Wir entziehen einem Fortschritt das Vertrauen, der von einem technischen Raffinessement geblendet gesellschaftliche Rückschritte übersieht. Und wir entziehen einem Volk das Vertrauen. Ein Volk, das glaubt, totale Überwachung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat und dabei übersieht, wie geil Privatsphäre eigentlich ist. Deswegen
haben wir uns entschieden, staatenlos zu werden. Deswegen wählen wir den Durchgangsbereich als Exil. Wenn das demokratische Prinzip keine Heimat mehr hat, machen wir die Heimatlosigkeit zu unserem Ort des Protests. Willkommen im Transitbereich. Um etwas wirklich Außergewöhnliches zu schaffen, kann man sich nicht nur bei Althergebrachtem bedienen. Man muss sich hinwegsetzen. Über Grenzen. Vorhersehbarkeiten. Und Regeln. Über all das, was gemeinhin für das Bisherige gehalten wird. Das Alte. Aber wie mache ich etwas Neues? Kein Zitat. Keine Aufarbeitung. Keine Zusammenfassung der zusammengefassten Zusammenfassung. Sondern etwas Eigenes. Etwas aus mir selbst. Aus uns. Ich will etwas völlig Neues. Noch nie Dagewesenes. Etwas aus dem Stand. Alles, was wir wissen und gesehen haben, vergessen. Alles lassen. Bei Null anfangen. Ganz von vorn. Ohne alles. Ein Urknall.
Ein bisschen so wie in einem Level-Editor von einem Computerspiel, wo man sich alles selber baut. Aber statt Vorgaben und Auswahlmöglichkeiten mit völlig einzigartigem, noch nie dagewesenen neuen Inhalt. Ohne alles. Ohne alles. Ja, im Grunde ist das nicht viel. Nichts. Rein gar nichts. Überhaupt nichts. Nicht mal mit dem Hauch von etwas. Nicht einmal ein klitzekleinstes bisschen etwas etwas. Völlig leer. Sinnbefreit. Absoluter Ursprung. Symbolbefreit. Befreit von allem. Ohne alles. Nur das pure, unter Vakuum verschonte Nichts. Und noch weniger. Sowas brauchen wir. Alle brauchen sowas. Die ganzen Protagonisten mit ihren schlecht gelifteten Fressen, die uns erzählen wollen, was man machen müsse, wenn man jung sei und dass man sich das bewahren solle. Die glauben, dass Expertentum eine nervöse Geilheit in uns aufsteigen lässt. Aber Komplexität ist eine Ausrede, die faul macht. Die haben nicht verstanden, dass wir epochaleren Shit brauchen als diese dummdreisten Ansagen. Apokalyptischen Shit vielleicht sogar. Etwas Knallhartes. Das Härteste überhaupt. Was steckt also dahinter? Wenn hinter allem etwas steckt, eine Motivation, eine Strategie, eine Absicht, dann möchte ich wissen, worum es eigentlich geht. Bismarck hat gesagt, bei allem, was geschieht, egal ob in der großen Welt oder im kleinen Popelkaff, dass man immer überlegen müsse, wem das nützt. Egal wie scheiße irgendwas wird, wenn es Interessen gibt, denen die Scheiße nützt, dann stecken diese Interessen höchstwahrscheinlich auch hinter der Scheiße. Vielleicht hat das auch wer ganz anderes gesagt, aber es geht ja nicht darum. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass bei allen Entscheidungen die wahren Absichten dahinter wichtig sind. Und besonders das Potenzial darin. Was kann daraus werden und wollen wir das? Ich glaube, das hat Bismarck wirklich gesagt. Deswegen sind wir auch so zum Kotzen verstolpert voreilig mit unserem Okay-Gefinde von dem, was man Gegebenheiten nennt. Jeder könnte Terrorist sein. Aber der Konjunktiv ist unsere Waffe. Also lassen wir uns von keinen sogenannten Experten erklären, wie die Welt funktioniert, sondern gestalten die Welt so, wie sie sein könnte. Für uns. So, wie sie sein sollte. Für uns. So, wie wir sie wollen, verdammt nochmal. Eine Welt, in der niemand das Recht hat zu gehorchen.